North Atlantic. Behind her looms a fortress of guns and steel, battleship Bismarck. Bismarck, the largest warship afloat, is on her maiden voyage, a top secret mission, codenamed Exercise Rhine. Herzlich willkommen in Eddys Modellwerft. Es gibt mal wieder etwas Neues. Ha, ihr denkt, mein Gott, der hat ja wieder noch mehr am Start. Ich habe was von dem Mario bekommen. Und zwar, er möchte keine graue Flotte mehr haben, er möchte keine Krieger mehr haben, er möchte sich davon verabschieden. Und er hat mir diesen schönen Rumpf verkauft. Plus hier ganzen Karton voll mit Ausgaben. Ja, das ist natürlich mega. Und hier habe ich auch noch einen Karton. Auch noch mit den ganzen Aufbauten schon gebaut, zusammengebaut und so weiter und so weiter. Hier noch viele tausend Teile und so weiter. Hast nicht gesehen. Hier sind auch noch die ganzen Bauteile dabei, also und hier Ausgabe 1 bis 7. Mal schauen, was da so alles zusammenkommt. Ich könnte also zwei Bisis noch bauen. Und wie ich gestern so denn nach Hause fuhr, das von ihnen abgeholt habe und er mich damit richtig glücklich gemacht hat, nochmal vielen Dank an Mario. Da ist mir die Idee gekommen. Ich kann jetzt endlich nochmal vielleicht eine Bismarck so bauen, noch ein bisschen schicker als R10-Modell. Und wenn ich denn schon eine zweite habe, dann kann ich da auch noch die Tempest daraus bauen. Ja, da gibt es ja nur kleine Veränderungen. Das heißt, da wird dann nochmal, die Fumus werden ein bisschen verdoppelt. Die haben ja andere Matratzen gehabt, so heißen die ganzen Radargeräte. Und ja, auch die Leitstände, die waren auch hinten, waren die geschlossen. Dann bekommen die noch Torpedosatz, der Kran, der rutscht nach oben. Da muss ich mal schauen, wie das alles so abgeht. Aber ich habe ja zwei tolle Bausätze und da möchte ich jetzt auch gleich mal einen Aufruf machen. Also wer zu Hause noch Bismarck-Ausgaben, und zwar einfach mal Holz-Bismarck, das ist ganz wichtig, also mit dem Metall-Bismarck kann ich nichts anfangen, tut mir leid. Und zwar, ich habe alles ab Ausgabe 45, nee, 46 und Ausgabe 1 bis 7. Also ab Ausgabe 8 bis Ausgabe 45. Leute, wer da irgendwie was loswerden will oder noch alte Lagerbestände hat, oder ich brauche auch nicht die ganzen Hefte, weil die Anleitung und so weiter habe ich. Aber wenn ihr die Teile noch rumfliegen habt und wollt es nicht haben, weil ihr es doppelt habt oder hast nicht gesehen oder tralala, schreibt mich an über meine Homepage, Eddys Modellwerf, geht auf das Kontaktformular und dann könnt ihr mal reinschreiben, zum Beispiel, hallo, ich bin Erwin, ich habe Ausgabe 8 bis 45 für dich für 20 Euro. Dann nehme ich das natürlich dankend an. Ihr könnt natürlich auch sagen, ich habe nur Ausgabe 20 bis 25 oder so. So möchte ich Stück für Stück eine zweite Sammelserie vollbekommen. Nicht um sie zu verkaufen, sondern um mir die Tippets daraus zu bauen. Ja, die Tippets werde ich natürlich auch wieder erzählfähig machen. Und auch diese Kiste, da ist da noch nichts dran, außer hinten die eine Bellenhose ist da dran. Ja, der Rumpf muss auch natürlich ein bisschen geschliffen werden. Schade, dass hier die Dinger schon drin sind, aber die kann man ja vorsichtig abkleben und dann kann man die ganze Kiste nochmal schleifen. Die sind ja sowieso etwas tiefer und dann kann man da wirklich noch ein tolles Schiffchen draus machen. Ja, und auch dieses Modell werde ich wieder RC-fähig machen. Ich habe ja viel gelernt aus meiner ersten Bismarck, was man alles beim zweiten Mal nicht machen sollte. Und da wird natürlich der Winfried auch wieder ins Spiel kommen. Der hat ja auch schon mir jetzt schon ein paar
Sachen gezeigt, die man eben halt nicht machen sollte und die man verbessern kann. Ja, ich möchte dann versuchen, zum Beispiel die Kanonen rauf und runter fahren zu lassen und links und rechts die Türme. Und vielleicht will ich auch sehen, dass die etwas kleineren Geschütze drehbar sind. Wollen wir schauen, was mich da so alles reitet. Müssen viele Pferde sein, die mich antreiben. Weil, wie gesagt, elektrisch bin ich ja nicht so versiert. Ich habe zwar schon einiges gelernt, aber da muss noch viel in mein kleines, altes Köpfchen rein, um das alles hinzukriegen. Okay, also, das wird wieder ein Projekt für nächstes Jahr werden. Erstmal wird er schön auf den Dachboden eingepackt, dass es alles schön trocken durch den Winter kommt. Und dann wird nächstes Jahr damit angefangen, zumindest erstmal die erste zu schleifen. Und da werde ich die Deckslagen auflegen und dann werde ich mir den Innenteil einmal wieder aufschneiden. Ich werde das trotzdem wieder nach dem gleichen System machen, wie ich das am ersten gemacht habe. Aber ich werde wahrscheinlich nicht mehr, ich habe bei meinem jetzigen RC, habe ich ja richtig lange Babettes als Drehtürme gehabt. Da ist der Servo und so weiter, das war alles ziemlich kompakt. Ich hoffe, dass ich das diesmal komplett hochnehmen kann. Irgendwie mit Steckverbindung oder wie gesagt, oder hast nicht gesehen. Ja, da werde ich noch ein bisschen Brainstorming machen, so wie das so schön heißt. Also meine kleinen Gehirnbindungen anschmeißen. Um da ein paar Ideen laufen lassen. Ja, hier muss ich mir auch einen größeren Ausschnitt machen. Hinten am Heck, da bei dem jetzigen, ist das ein bisschen zu lütt. Wenn ich da irgendwie an den Servo rankomme mit meinen zwei Wurstfingern, da läuft gar nichts. Ich komme da vielleicht gerade rein, aber dann kann ich die überhaupt nicht mehr bewegen. Also da müsste ich nur mit Pinzette und Zange arbeiten. Also wie gesagt, der Ausschnitt hinten, der muss ein bisschen größer. Ja. Hachette hat das ja gehabt, dass sie das ganze hintere Stück abnehmbar hatten. Das hat mich schon immer gestört, weil die Reling ja auch dann doppelt hier gesetzt war. Sind nur Kleinigkeiten, aber ich möchte sie doch schon ganz gerne durchgehend haben. Darum werde ich die Hauptaufbau hier wieder in 1 rausnehmen. Das kann man jetzt auch noch gut nachträglich machen. Da wird einfach der Ausschnitt gemacht, wenn man die Decksauflagen hat. Und hier hinten wird dann geguckt von den Decksaufladen, schön einen großen Kasten ausschneiden, da wo der Servo und so weiter hinkommt. Das werden wir dann alles sehen. Ja, seid gespannt, wenn das losgeht mit Bismarck und danach wird dann die Tippets rangeschmissen. Oder ich mache das umgekehrt, weil den Bismarck habe ich ja schon. Wie gesagt, ich möchte die ja nur etwas hübscher und besser machen, weil ich habe da 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 Fehler gemacht, die mir persönlich nicht so gut gefallen und ja, das möchte ich besser machen. Also, vielleicht erst die Tirpitz und dann nochmal die Bismarck und dann die alte Bismarck verschleudern und ab damit. Jo, also seid gespannt, wenn das losgeht. Ich schreie das jetzt mal aus dem Haus rein mit der Tirpitz. Also, der Rumpf hier wird die Tirpitz als RC-Modell und wie gesagt, nächstes Jahr wird das losgehen. Ist ja nicht mehr so lange hin, sind ja nur noch schlappe 2 Monate. Ja, im Januar werde ich wahrscheinlich noch ins Land, also ich werde vielleicht so Februar oder März werde ich damit starten. Und dann seid gespannt, wie das weitergeht und wie ich mich mit der ganzen Elektrik rumschlage. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne wieder meinen Kanal abonnieren und betätigt dann das schwarze Glöckchen, sowas in der Art. Und dann werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, wenn ich wieder einen Beitrag von der Bismarck oder von der Tirpitz habe oder an einem meiner anderen Projekte, die auch ganz interessant sind. Ja, bis dahin, habt auch eine schöne Zeit, bleibt gesund und dann bis dann in Eddys Modellwerft. Tschüss!